Ja, einen schönen guten Tag zusammen. Ich bin der Martin Strube, ich bin 42 Jahre jung und ich bin ja Anwohner von Weißkirchen oder ich wohne in Weißkirchen-Oberursel und bin auch in der Bürgerinitiative Feldstadt Beton bin ich tätig in der Öffentlichkeitsarbeit, weil mir dieses Projekt einfach am Herzen liegt, weil ich bin hier aufgewachsen und ich möchte gerne, dass es so bleibt. Ich bin sportlich sehr aktiv, ich fahre sehr viel Fahrrad, ich lasse das Auto stehen, wo es nur geht. Ich bin Jogger, ich bin Inliner, ich nutze die Strecke bis nach Eschborn regelmäßig. Ich liebe dieses Stück Land. Wir sind auch ganz eng mit allen Landwirten hier befreundet und wir sind auch so viele Landwirte hier in der Bürgerinitiative mit drin. Und allen liegt das hier am Herzen. Und ich möchte an dieser Stelle auch gerne nochmal sagen, viele Bürger, das ist auch eine oft gefragte Frage an Informationsständen. Die Landwirte haben doch ein Interesse daran, dass sie pokern, dass sie das Land irgendwann zu großen Beträgen verkauft kriegen, als Millionäre rausgehen. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben drei Landwirte mit dabei in der Gruppe und keiner möchte verkaufen. Jeder möchte gerne das an die nächste Generation abgeben. Wir kämpfen ganz stark dafür, dass wir das auch so durchsetzen können.